Hallo liebe Leute, heute bin ich beim Walk for Water, organisiert von Aveda und Viva Con Agua, und wir werden jetzt 6 Kilometer weit laufen, ein paar Hindernisse überwinden, um zu zeigen, wie schwierig es für einige Leute ist, sauberes Trinkwasser zu bekommen. Bevor es jetzt gleich mit dem Walk for Water losgeht, habe ich noch Kerstin Linnertz hier zum Interview. Die wird uns ganz kurz erklären, worum es beim Walk for Water geht. Sie gehört zu einer Organisation, einer Agentur Be Better, kümmert sich auch um solche Charity-Sachen und erzählt uns jetzt, was beim Walk for Water passieren soll, was Viva Con Agua damit zu tun hat und was das Ganze bewirken soll. Ich habe ja ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen Angst hier vor dem Mann mit der Maske, aber erkläre ich euch natürlich sehr gerne. Beim Aveda Walk for Water geht es darum, dass wir die Strecke, die Menschen in diversen Entwicklungsländern zurücklegen müssen, um an frisches Trinkwasser zu kommen, nämlich im Durchschnitt 6 Kilometer, heute symbolisch durch die wunderschöne Stadt Berlin laufen, dabei verschiedene lustige Spiele absolvieren, damit das Ganze auch so ein bisschen einen Challenge-Charakter hat. Und damit setzen wir ein Zeichen. Viva Con Agua steht ja dafür, dass es eben für jeden auf der Welt frisches Trinkwasser geben sollte, im Idealfall ohne 6 Kilometer dafür laufen zu müssen. Das heißt, heute wird auch Geld damit gesammelt. Es gibt im Anschluss noch ein Konzert von der tollen Band Klee, und da kann jeder gegen eine Spende in Höhe von 10 Euro für Viva Con Agua auch noch das Konzert erleben. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Von Viva Con Agua gibt es auch Wasserflaschen, jetzt natürlich für die Läufer, die müssen nicht 6 Kilometer erst schaffen, um was zu trinken zu bekommen. Wer so eine Wasserflasche kauft, unterstützt auch die Aktion von Viva Con Agua, ist quasi ein Durstlöscher rund um die Welt, also Prost. Vorbei geht's am Reichstag, immer der Gruppe hinterher, wer weiß, wie weit wir jetzt noch laufen müssen. Das ist ja erst der Anfang, es sind 6 bis 7 Kilometer geplant. So, und bei meinem Herzblatt, Steffen! Lösungsbuchstabe, Gruppe Abmarsch. Yeah. Vorbei am Brandenburger Tor, hier ist jetzt natürlich nur die U-Bahn-Station, aber es geht weiter zu RTL und ARD, mal schauen. Euer nächstes Ziel liegt an der Spree, 1100 Meter im Westen, wieder an einer Brücke. Nehmt den 4. Buchstaben eures nächsten Zieles und setzt ihn an die App. Also fangen wir von vorne. Ja. Das ist das zweite Ziel, richtig? Wegweiser da oben. Vom ARD-Hauptstadtstudio ging es jetzt weiter zur Museumsinsel. Ein bisschen mehr als 1 Kilometer haben wir damit auch wieder geschafft. Also ich denke mal, wir haben jetzt vielleicht dann ein Drittel oder so des Weges zurückgelegt. Hier drüben, seht ihr, da wird gerade die nächste Aufgabe versucht zu lösen. Bei der kleinen Stadtrallye überqueren wir jetzt endlich die Spree an der Museumsinsel. Im Hintergrund der Fernsehturm, für Leute, die sich in Berlin nicht auskennen, könnt ihr mal schauen, und weiter geht's. Schön am Spreeufer lang. Den nächsten Hinweis, wo wir hin mussten, werde ich euch jetzt gleich präsentieren. Jetzt zum Mitraten. Ihr könnt also einfach mal dann nach der Frage die Stopptaste drücken, überlegen, wo ich hin musste, und dann schauen, ob ihr richtig liegt. Wenn die Tram jetzt nicht so laut wäre, würde ich mal vorlesen. Also, Ziel ist eine U-Bahn-Station, die im doppelten Sinne tief liegt und auch noch zart duftet. Was könnte das sein? Jetzt Stopp drücken. Das ist die Lösung. Rosenthaler Platz. Rosenthal tief, alles klar. Als nächstes muss jetzt eine kleine Geschicklichkeitsaufgabe gelöst werden. Wasser transportieren auf den Kopf. Viva Con Agua macht es einem hier zum Glück etwas leichter, weil das Wasser ist hier im Kanister. Wäre halt schade, wenn es auskippen würde. Aber ich drehe jetzt mal hier eine kleine Runde mit dem Kasten. Mal gucken, wie viele Liter sind es? 4 Liter, okay. Also 4 Liter, 4 Kilogramm. Ich mache eine kleine Runde und dann sehen wir weiter. Das versaut die Frisur, aber ist ja für einen guten Zweck. Aber nicht schummeln. Ja, genau. Ja gut, das waren jetzt vielleicht 60 Meter, 6 Kilometer hätte ich keine Lust, das zu tragen, aber es müssen einige Leute in Afrika leider tun, weil sie keine Wasserversorgung haben. Jetzt wird geprüft, ob wir Geschmack haben. Einmal gibt es das Viva Con Agua Wasser und einmal Leitungsheimer, was ja in Berlin eigentlich ganz gut schmeckt, aber probieren wir mal.
Gut 6 Kilometer später, 2 Stunden Wassermarsch, habe ich es geschafft. Ich bin beim NBI angekommen, da werden jetzt Klee für uns spielen. Und ich habe hier die Susi, die wird uns nochmal kurz was dazu sagen, was sie mit Viva Con Agua verbindet, warum sie jetzt hier dieses Konzert geben werden. Hallo, ich bin ganz glücklich, heute hier in Berlin dabei sein zu dürfen beim Walk for Water. Wir konnten leider nicht mitlaufen, dafür werden wir aber ein angemessenes Konzert gleich spielen. Und ich finde es wichtig, das zu unterstützen, weil man weiß es ja mittlerweile gar nicht mehr zu schätzen, wie was für einen Komfort man hat. Man geht 6 Schritte ins Badezimmer, macht den Wasserkran auf, putzt sich die Zähne und so weiter. Den ganzen Luxus. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man das Bewusstsein schärft dafür, dass es dass auch anders geht, dass man ein bisschen bewusster mit dem Luxusgutwasser umgehen muss, ganz einfach. Der Walk for Water ist jetzt beendet. Das war eine kleine Aktion von Viva Con Agua. Ihr wart jetzt wahrscheinlich alle nicht dabei, aber wenn ihr Lust habt, da folgen bestimmt noch ganz viele andere tolle Sachen. Also schaut einfach mal vorbei, was Viva Con Agua noch so macht, um sauberes Trinkwasser in die Welt zu bringen.